Jack. Your dream dies with you. Oh, maybe not. You've guaranteed the status quo will go on. For a while longer, at least. War will continue as an institution. As industry, men will fight for reasons they don't understand. Causes they don't believe in. But at least I'll leave a worthy successor. You, Jack. You carve your own path. Use whatever methods you see fit. You don't let legal bullshit get in the way. And if it costs a few lives, so be it. Wow. Was für ein langer Bosskampf. Wahnsinnig spannend. Sehr viele Cutscenes. Aber alles in allem richtig genial gemacht. Wahnsinn. Hochfrequenzklinge. Endlich. Boah, was für ein Bosskampf. Extrem episch. President Hamilton returns from Pakistan today, completing his first visit to the country since the failed assassination attempt in Shahbazabad last May. In meetings with Pakistani President Farooq Salam, the two leaders agreed to a new joint initiative in the War on Terror, whereby U.S. Marines will be stationed in Pakistan and given wider authority to conduct operations within the country. This is amidst growing tensions within Pakistan between the country's civil and military leadership, with many in the government calling on the ISI military intelligence agency to be investigated. Unbelievable. After all that. For the last time, let it go, Courtney. At least Armstrong will never be president. But, I mean, Raiden. There he is. I had excellent news. We are approved. The new corporation is established. Nice work, Doc. I guess the world's first cyborg staffing firm is officially open for business. We are certified for construction and long-term nursing care, but this is just the beginning. The potential for new roles cyborgs can play is limitless. And we're sure this isn't child labor? The older children can work now, the rest when they come of age. And it's strictly voluntary, you know. We're not running a charity here, huh? Donations alone would not even cover their maintenance. Besides, this way they'll learn a trade. Perhaps some discipline, huh? It's not a perfect solution. But you know what? At least these kids will get a decent education. Well, I'm not about to return them to the streets or to broken homes. At least we can give them a chance, huh? No! Oh. Oops. An imperfect solution for an imperfect world. Well, another benefit. A peaceful application for all my research. Since when do you care? Well,
recent events have been food for thought, shall we say? No kidding. Speaking of recent events, how's our new recruit working out? Ah, yes, quite well. Quite well. Oi, Sunny! Where you have me stand? Hang on. Just give me 1 second. Yeah, okay. You make me head spin, you know? You same age as me, but all this spaceship? You're genius, girl. Mm-hmm. And you're hot for days. Huh? Where did that come from? Oh! Alert. Alert. Rescinded. This is about a crazy world, nah? For me, see that ninja. Me never think I've been this kind of life. Yeah. Huh? He rescued me too, you know. Saved my life. I owe him everything. To some people, he'll always be Jack the Ripper. I know all about his past. He had it rough. And he hurt a lot of people. Hmm. But that's not the Raiden I know. The Raiden I know is a hero. Wow, und das war Metal Gear Rising Revengeance. Ein unglaubliches Spiel. Wirklich genialer, epischer Bosskampf noch zum Schluss. Das Zerschnetzeln, die Brutalität, Wahnsinn. Und wenn euch das Let's Play gefallen hat, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, das hilft mir wirklich sehr. Danke für euren großen Support. Ich bin hin und weg. Es war wirklich ein geniales Spiel. Muss ich wirklich sagen. Der Soundtrack war einfach nur genial. Der ist mir so in Erinnerung geblieben. Es hat wirklich Spaß gemacht. Sicherlich, das ist kein Triple-A-Titel wie jetzt hier Metal Gear oder so mit viel Geschichte oder so. Aber es macht Spaß und das ist die Hauptsache. Das präzise Zerteilen. Man sieht wirklich alles. Gehirn, Gedärme, Blut spritzt. Bosse waren episch und sehr kreativ gestaltet. Die ganzen Cutscenes haben das Ganze noch sehr aufgelockert. Das fand ich auch wirklich sehr cool. Wow, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass da noch ein Teil rauskommen wird. Sehr, 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 sehr geil. Ich habe auch viele Kommentare gelesen. Oh, das ist kein Metal Gear wie früher. Dazu kann ich nur sagen, das ist kein Metal Gear Teil. Das ist in dem Universum definitiv angesiedelt und benutzt auch die Story. Ich denke, es spielt nach Guns of the Patriots. Weil, um das zu verstehen mit den Patriots, ich will da nicht zu viel spoilern, falls ihr es nicht wisst, müsstet ihr den vierten Teil gespielt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nach dem vierten Teil spielt. Und es ist kein richtiger Metal Gear Teil. Es ist halt so ein Spin-off. Spielt in dem Universum, aber hat nicht wirklich was mit Metal Gear zu tun in dem Sinne. Also, wenn ich jetzt falsch verstehen, immer noch im Universum, halt nicht mit Snake. Einfach ein Spin-off. Wirklich sehr geiles Spiel, von Anfang bis Ende. Action, der Soundtrack hat es mir so angetan. Ich bin gespannt, ob da noch ein Teil rauskommen würde. Ich hoffe mal sehr. Wenn sich's gut verkauft, wird da definitiv noch was kommen. Aber es wurde auch Zeit, dass Raiden sein eigenes Spiel bekommt. Nachdem er so geil aufgetreten ist in Metal Gear Solid 4. Nur was ich nicht verstehen kann, in Metal Gear Solid 4 hat Raiden noch weißes Blut gehabt. Ich habe vergessen, wie das Blut hieß, es hatte so einen Namen, meine ich. Und in dem Teil hatte der normales rotes Blut. Ich weiß nicht genau, was sie daran gefummelt haben. Ist mir so aufgefallen während des Spiels.
Es war aber auch wirklich sehr kurz, muss man sagen. Das waren gerade mal 4-5 Stunden. Noch nicht mal, meine ich. Ich meine sogar 4 Stunden. Sagen wir 4,5 ungefähr. Hätte ein bisschen länger ruhig sein können. Und am Ende fand ich, habe ich so ein bisschen gerusht. So richtig so, okay, wir müssen zum Ende kommen. Hier hast du noch Bosskampf, Jetstream Sam. Da musst du mit dem Ding dahin fliegen. Zack, 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 zack. Und dann war es irgendwie Ende. Ja, und Hideo Kojima hat natürlich ein Auge darauf geworfen, wie ich gesagt habe. Der war der Supervisor für das Ganze. Es ist wirklich geil geworden. Viele Kombo-Möglichkeiten hatte man jetzt nicht, aber man konnte ordentlich rumkloppen, die dann schön zerteilen und die Elektrolyten noch rausquetschen. Wow. Ziemlich cooles Spiel. Hat mir ehrlich gesagt mehr Spaß gemacht als Crysis sogar, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir kommt es nicht wirklich darauf an, das muss nicht die tollste Grafik haben, das muss nicht total überragend groß sein und so. Es muss einfach Spaß machen. Dazu werden Spiele gemacht. Wahnsinn. Und natürlich im März geht es weiter mit Tomb Raider. Dann haben wir noch Gears of War Judgment, God of War Ascension, Ghost Warrior, Sniper Ghost Warrior 2, das war's. Wir haben noch Bioshock Infinite und Metro Last Light, das ist super, super genial. Und natürlich dieses Dead Island Ego-Shooter-Spiel. Sieht nicht so toll aus, werde ich mir aber trotzdem mal anschauen. PS4 wurde angekündigt, werde ich natürlich auch unboxen. Anschließend starten und natürlich ganz viele Let's Plays davon starten. Ich kann die Credits nicht skippen. Auch gut. Also, ich sag's in jedem Let's Play, aber es arbeiten wirklich verflucht viele Menschen an sowas. Ist immer wieder genial zu sehen, eigentlich. Translation Unit. Ich muss ehrlich gesagt sagen, gut, dass das Spiel nicht in Deutsch vertont worden ist. Sehr, sehr gut. Denn es hört sich wirklich sehr geil an. Da haben wir die Musik. Richtig geiler Soundtrack, muss ich wirklich sagen. Ich komme jetzt fast so vor wie in Dead Space. Ich habe es mit meinem Kollegen da schon gesagt, ich sag's jetzt auch nochmal hier. Ich fühle mich richtig, als ob ich einen Film gespielt hätte. Von Anfang bis Ende, wirklich so dermaßen actionreich. Der letzte Bosskampf war wirklich cool. Aber vielleicht ein bisschen zu viel Cutscenes. Aber wie gesagt, das hat locker das Ganze auch auf. Eigentlich ziemlich cool. Das einzig Ärgerliche ist, dass das Spiel relativ kurz war. Und was mir auch noch aufgefallen ist, die Welt an sich ist sehr detailarm gewesen. Die hatte da irgendwelche Häuser, ein bisschen Bäume und das war's eigentlich schon. Also, naja, da hätte man sich ein bisschen mehr machen können. Aber es ist nur ganz, ganz, ganz minimal. Das ist mir wirklich nur so am Rande aufgefallen. Denn es kommt auch wirklich darauf an, wie man alles zerschneidet und zerschnetzelt und alles in Stücke zerschneidet. Das ist wirklich sehr cool. Ich kann mich noch an den Trailer erinnern, der vor x Jahren, ich weiß nicht mehr genau, vor 5 Jahren oder so rauskam, wo Raiden da stand und die Melonen zerschnitten hat. Das war schon sehr cool. Aber alles in allem, cooles Spiel. Definitiv. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe immer wirklich, ihr habt es miterlebt, letzter Bosskampf. Ich habe immer mitgefiebert, bis zum Geld nicht mehr. Konami, was wären die ohne Metal Gear? Wahrscheinlich insolvent. And how's business? Oh, good, good. Herr Doctor's research and staffing service certainly help. I hear World Marshal's looking for a buyer. Well, you cost them a lot of money, da? Not to mention killing their funding. Literally. The bribe-taking program is finished, but the larger company is not, I'm afraid. Someone will buy them. PMCs are in demand once again. Yeah. Fighting for reasons they don't understand. Causes they don't believe in. Big pardon? No. Nothing.
So, your mind is made? You will not come back. Sorry, Boris. I understand. But then, what will you do? Metal Gear Rising Revengeance. I've got my own war to fight. Das besteht garantiert darin, den Schwachen zu helfen. Wahnsinn, das Logo sieht unglaublich genial aus. Okay, das war's. Ich bin wirklich oft gestorben und viel Alarm jetzt hier richtig ausgelöst. 4 Stunden 44 Minuten, das Spiel ist saukurz. Ohne Mist, das ist richtig kurz. 3247 Schnitte, 339 Kills. Fürs erste Mal ziemlich schlecht. Aber es hat wirklich Spaß gemacht ohne Ende. 16 Köpfe habe ich abgeschnitten. Das wurde auch gezählt. Rechter Arm abgetrennt, linke Beine abgetrennt. Oh, rechter Bein nur einmal, das rechte Bein. Lustig. Okay. Weniger als 8 Stunden. Wow. Wie schafft man das denn? Kampf erprobt. Jack the Ripper. Typisch Metal Gear mit den Titeln. Alles C, einmal B. Und da werden wir wieder ins Menü geschmissen. Wahnsinn, richtig geiles Spiel. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und wenn euch das Let's Play gefallen hat, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Das hilft mir wirklich sehr. Danke für euren Support. Weiter geht's natürlich jetzt bald mit Tomb Raider. Und dann werde ich noch wahrscheinlich eine Review dazu machen. Also freut euch da schon mal drauf. Tomb Raider startet nächste Woche eventuell. Ansonsten die Woche danach. Danach haben wir God of War Ascension, Gears of War Judgment, Bioshock Infinite, Metro Last Light und noch viel mehr. Bis dahin, macht's gut. Bye.